Okay, herzlich willkommen zur Vorlesung Programmieren und Modellieren im Wintersemester 2020-2021. Ja, 2021 ist echt blöd. Wir wollen heute Dinge machen. Und zwar ist uns vor einer Stunde aufgefallen, dass das, was ich mir für heute vorbereitet habe und das, was Clemens nächste Woche in der Hausaufgabe macht, und in diese Woche in der Hausaufgabe macht, in der neuen Hausaufgabe, die am Freitag gestellt wird, dass es da noch eine kleine Lücke gibt. Die haben wir jetzt schnell in der letzten Stunde noch geschlossen, deswegen wird das heute ein bisschen chaotisch. Aber wir kriegen das hoffentlich irgendwie hin, weil Adrian ist dabei und hilft mir. Hoffentlich. Adrian, bist du da? Mach doch mal deine Kamera an. Ein paar andere auch noch mehr Kameras. Ich muss euch doch sehen, sonst weiß ich doch gar nicht, ob mir jemand zuhört. Das wäre ganz toll. Wunderschön. So, was wir letzte Woche gemacht haben, ist, wir haben im Prinzip so ein Szenario durchgelaufen, wie sich Kali in unseren Räumen zurechtsucht. Und wir haben uns dann so Visits gebaut, mit denen wir im Prinzip dann so sagen, ah, wir fangen vom Maßraum, dann könnten wir danach in den Calculus-Raum oder in den Modeling-Raum gehen. Und wenn wir im Calculus-Raum waren, könnten wir wieder zurück nach Maß oder zum Modeling. Und wenn wir im Modeling waren, dann können wir zu dem Examensraum gehen und hey, das ist genau die Tour, die wir suchen, die liefern wir jetzt als Result zurück. Da kam dann im Prinzip, zeig doch nochmal, hier so eine etwas längliche, gleich wird sie kommen, Beschreibung, so ein Protokoll raus, welche Schritte wir ausgeführt haben. Und aus diesem Protokoll haben wir dann nachher unseren Java-Code generiert. Und worauf ich immer noch unfassbar stolz bin, am Ende der Vorlesung nach ungefähr einer halben Stunde Coding, also eine Stunde lang irgendwie das Szenario durchackern, dann eine halbe Stunde Coding, hatten wir diese Methode tatsächlich am Laufen. Und das war habe ich gerade nicht zur Hand. Die hat funktioniert. Auf Anhieb bin ich auch relativ stolz drauf und hat das Richtige gemacht. Und hey, so funktioniert das. Also die Idee ist schon so ein bisschen, wir machen ja Programmieren und Modellieren. Und wir hatten am Anfang mal gesagt, wir entwickeln objektorientierte Datenstrukturen, sowas hier, so dass anschließend das Bauen von Abläufen, das Bauen von Algorithmen, von Programmcode leicht wird. Na? Und deswegen haben wir dann extra gesagt, nee, wir machen keine bescheuerte Rekursion, weil das ist irgendwie was, wenn man sich einen Knoten ins Hirn machen möchte, sondern wir versuchen die Zwischenschritte und die Daten, die wir dabei haben, nicht auf irgendeinem Prozedurkeller zu verstecken, sondern explizit in unserem Datenmodell hier in Form dieser Visit-Struktur zu haben, damit wir da besser drüber reden können und damit uns der Programmentwurf leichter fällt. Und wir haben inzwischen dann so Hilfsdatenstrukturen gebaut, die uns eben helfen, den Ablauf zu, ja, visualisieren, uns irgendwie klar zu machen und dann eben auch zu programmieren. Und hey, Beweis durch Beispiel, für dieses eine Beispiel hat das super gut geklappt. Und wir werden das in der Vorlesung noch ein paar Mal so ähnlich wieder probieren. Ihr habt jetzt schon eine Hausaufgabe, wo ihr das von Hand machen müsst. Und wir werden noch mehr Hausaufgaben haben, wo wir das mit ein bisschen Werkzeugunterstützung dann auch machen. Und irgendwie hat man das Gefühl, hey, Task erfüllt, so Strike, To-Do-List, Knotenpunkt abhaken, wir sind fertig. Leider ist das nicht ganz wahr. Wir müssen uns doch mal kurz den Quelltext angucken. Und ich muss das dafür eben öffnen, was ich nicht habe. File, Open. Ah, Assignment 1, ganz genau. Wunderhübsch. Hey, da sind wir schon, das ist cool. Du geh mal weg, dich will ich nicht. So. Ja, wunderschön. Das machen wir jetzt noch in dem View mit der Presentation. Wunderschön. Das war der Test FindTool. Da gab es hier diese FindTool-Methode. Die haben wir gebaut. Hat auf Anhieb funktioniert. Hey, toll. Man achte mal drauf, hier sind so komische grüne und rote Balken. Ich erkläre gleich, wie ich da dahin gekommen bin. So, das Schlimme ist, wir sind noch nicht fertig. Na? Dieses FindTool funktioniert hier in diesem einen Beispiel. Da macht es das, was wir erwarten. Und das war das sogenannte, naja,
der Sweet Example, also das Zuckerbeispiel, der einfache, das, wo alles so ist, wie man es erwartet. Das schöne Beispiel. Und es gibt aber eben auch Situationen, die nicht gut funktionieren. Also was wäre denn zum Beispiel gewesen, wenn wir hier hinten 67 anstatt 66 geschrieben hätten? Was hätte unser Programm dann gemacht? Was hätten wir denn dann als Antwort gekriegt? Und solche Dinge mehr. Was wäre passiert, wenn wir diese Kante hier, wenn es die nicht gibt? Und lauter so fröhliche Fragen, die wir uns mal stellen müssen. Was wäre passiert, wenn wir mehr Räume hätten? Würde das immer noch funktionieren? Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Das heißt, nachdem man jetzt prinzipiell seinen Algorithmus entworfen hat und runterprogrammiert hat und der für das, Business Example funktioniert, also für das Beispiel, das wir ganz am Anfang beim Entwurf oder für das Entwurfsbeispiel funktioniert, müssen wir jetzt anschließend sagen, okay, gibt es noch mehr Beispiele, die wir uns angucken müssen? Gibt es andere Situationen, die relevant sind und funktioniert unsere Methode in diesen anderen Situationen auch? Und das Ganze führt uns dann zu etwas, das nenne ich Rigorous Testing. Was wir jetzt machen müssten, wir haben prinzipiell so ein Test-First-Prinzip verfolgt. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen gucken, genauer, was testen wir eigentlich. Wir machen im Prinzip eine Objektstruktur, rufen Operationen auf und erwarten, dass diese Operation im Wesentlichen unsere Objektstruktur umbaut. Und wenn die Objektstruktur richtig umgebaut ist, prüfen wir, sieht jetzt die Objektstruktur so aus, wie wir das erwarten? Wenn wir uns nochmal den Test angucken. Das war unser Test. Nein, das war nicht unser Test. Das war unser Test. Wir bauen hier eine Objektstruktur auf. Wir rufen unsere Methode, die wir testen wollen, die wir prüfen wollen, die wir implementieren wollten eigentlich. Und danach, hier machen wir so einen Dump und gucken uns nachher das Bild an, ob das das ist, was wir erwarten. Aber jetzt kommt hier so ein Third Set. Result getVisits.size ist 4. Was wir vielleicht auch nochmal prüfen sollten, wäre irgendwie, wenn wir uns das letzte holen, Visit Last Visit wird zu Result get Visits dot, get Nummer 3. Da sind 4 Stück drin, 0, 1, 2, 3. Der letzte hat die Nummer 3. Das letzte Visit. Wunderhübsch. Und von dem erwarten wir Last Visit, wenn ich da mir die Credits angucke, geh mal weg, ich kann es nicht mehr sehen. Get Credits is 66. Wir erwarten, dass der letzte sagt, ja, wir haben genau 66 Credits erhalten, die wir haben wollten. F9 müsste das irgendwie laufen lassen. Ja. Da laufen jetzt alle. Da sagt er, nö, das hat alles nicht geklappt. Den hier weiß ich nicht genau warum. Und der hier sagt, du hast erwartet, dass da 66 drin sind, sind aber nur 17 drin. Finde ich jetzt aber mal gerade komisch. Das finde ich echt komisch. Haben wir das nicht richtig vorgetragen? Wir gucken uns die Datenstruktur mal an. Die haben wir uns ja hier angegeben. Alt 1 und wir haben das in wohin geschrieben? In tour.svg. In temp tour. Yo plus. Der hat 66. Wieso kommt der da auf 17? Wir haben irgendwie den... Okay, ist offensichtlich ein anderer. Haben wir das umsortiert? Nee, haben wir nicht.
Ich habe die doch hinzugefügt. Ah, wir haben die von hinten nach vorne dazugefügt. Ja. Genau, die sind in der falschen Reihenfolge, stimmt. Wir haben hinten angefangen, den letzten Visit, an dem wir waren, in unser Result reingetan. Dann sind wir nach vorne gelaufen, haben den Modeling Room Visit dazu getan, danach den dazu getan, dann den. Die sind hier drin einfach in der falschen Reihenfolge. Und das heißt, wir müssen einfach nur in das Classes to Java da 0 hinschreiben. Dann können wir wieder F9 machen und den laufen lassen. Hey, jetzt ist dieser hier richtig, das ist cool. Der hier ist noch ein bisschen unglücklich. Das war der Fall, da hatten wir Sachen geändert. Wir hatten, hier war vorher so ein Kali.visitMars. Die Methode haben wir gelöscht, weil wir die durch FindTour ersetzt haben. Und jetzt stehen hier aber noch so komische Dinge. Ich mache mir das jetzt mal so richtig einfach und lösche die Assertions, was nur teilweise sinnvoll ist, aber das tut, was ich möchte. So, hey, Restekiste. Jetzt laufen alle Tests. Was haben wir denn eigentlich getestet? Und wer von euch kennt noch das EFA-Prinzip? Irgendeiner eine ordentliche Ausbildung als Informationsmitarbeiter, Programmierer oder sowas, Systemprogrammierer gemacht? Okay, das war früher total populär. Das ist das Eingabeverarbeitungsausgabeprinzip. Das war prinzipiell so, dass wir Kommandos hatten, die lasen Daten aus Dateien und haben Daten in andere Dateien geschrieben. Eingabe aus irgendeiner Datei, Verarbeitung und Ausgabe in eine Datei. Und das war das EFA-Prinzip, dass Programme Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe machen. Inzwischen haben wir interaktive Programme, die nun Graphical User Interface haben, die ganze Zeit laufen. Und für die interaktiven Programme ist es so, dass wir immer einen State haben, einen Zustand, den die gerade haben, ein Objektdatenmodell, in dem die gerade sind. Dann rufen wir irgendeine Aktion auf. Und jetzt kommt das Spannende, in diesem Modell ist der Effekt von der Aktion, dass wir in einen neuen State kommen. Wir haben prinzipiell einen Zustand, unser aktuelles Objektmodell, wir machen Operationen darauf und den Effekt der Aktion sehen wir im Wesentlichen am neuen Zustand. Naja, wir sehen ihn auch am Bildschirm, aber für die Semantik des Programms ist das, was am Bildschirm dargestellt wird, so ein bisschen schwer zu fassen. Und deswegen ziehen wir uns jetzt gerade zurück darauf, dass von der logischen Standpunkt aus für uns das, was am Bildschirm angezeigt wird, ist nur ein View auf das Datenmodell, das innen drin ist. Und dementsprechend ist der Zustand des Datenmodells innen drin das, was die eigentliche Semantik hat. Und das berechtigt uns dann zu der Art Tests, die wir gerade geschrieben haben. Wir können sagen, wir erzeugen ein Objektmodell, wir rufen was auf. Und um zu prüfen, ob das das Richtige getan hat, reicht es, wenn wir uns das Ergebnisobjekt, die Ergebnisobjektstruktur, die Änderungen an unserer Objektstruktur angucken. Und das ist so ein fundamentales Prinzip. Das heißt, grundsätzlich sind unsere Tests so gebaut, wir prüfen, ob sich diese Objektstruktur so verhält, wie wir das wollen. Wichtiger erster Punkt. Na? Also unsere Aktionen modifizieren immer einen Zustand und den neuen State, das ist die Semantik der Operation. Die wollen wir uns analysieren. Wir haben mehr oder weniger implizit das Test-First-Prinzip verwendet, indem wir gesagt haben, wir fangen an, wenn wir uns irgendwie so einen Algorithmus entwickeln, die Beispielsituation zu bauen, die Methode aufzurufen und dann zu gucken, was passiert denn jetzt eigentlich so schrittweise. Na, das habe ich jetzt hier mit vielen, vielen, vielen Folien gemacht, wo ich durchgespielt habe, was passiert ist. Das werden wir heute noch anders kennenlernen, wie man das auch machen kann. Aber das ist im Prinzip der Verfahren, das wir da angewendet haben. Das Test-First-Prinzip ist eine der spannenden Entwicklungen aus den Nullerjahren, 90er Jahren, kommt eigentlich aus dem Extreme Programming und sagt, schreib als erstes den Test. Ja, und dann kannst du so diese Quick-Fix-Mechanismen von IntelliJ benutzen, sagen, oh, ich rufe hier, habe hier eine Variable von dem Typ, den Typ gibt es noch gar nicht, erzeugt die Klasse. Das Attribut gibt es noch gar nicht, erzeugt das Attribut, mach mir die Getter, die Setter-Methoden dazu. Oh, diese Kante dazwischen gibt es noch gar nicht, bau sie mir. Das heißt, wir schreiben immer erst hin, was wollen wir eigentlich erreichen
Und danach implementieren wir es dann in unserem Klassenmodell. Und dann rufen wir irgendwas auf, dann spielen wir das Szenario durch, dann implementieren wir das und dann testen wir, aber wir rufen es auf und testen, das würden wir erwarten, so soll die Objektstruktur nach diesem Methodenruf Aufruf aussehen, dann implementieren wir das, dass das funktioniert. Und dann prinzipiell, nachdem man, das ist der Schritt, wo wir gerade sind. Ne? Wir haben eine Startsituation, die erste, haben dafür einen Methodenaufruf und haben prinzipiell das hingekriegt, die Methode auszuimplementieren, sodass der Test jetzt läuft. Und das, was wir jetzt machen müssen, ist dieser Schritt Nummer 5. Wenn es eine andere Situation gibt, die sich irgendwie grundsätzlich von der ersten unterscheidet, dann geh bitte zurück zu Schritt 3, bau noch einen Test, ruf die gleiche Methode, prüfe, ob das auch funktioniert. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. So lange, bis du sagst, ja, jetzt ist meine Methode wasserdicht. Das heißt, die Idee ist, wir gucken uns noch mehr Beispielsituationen an. Und bevor ich das jetzt gleich tue, müssen wir uns der Frage stellen, wie viele Beispielsituationen müssen wir uns denn noch so anbieten? Wie lange muss man testen? Das ist die Frage, die hier eigentlich dahinter steht. Und das Rigorous Testing, dafür hat die Softwaretechnik eine Reihe von Antworten. Im Wesentlichen ist die Antwort, es ist noch nicht genug. Ja, du musst immer noch mehr testen. Du hast nie genug getestet. Egal, wie viel du testest, in deinem Programm sind immer noch Fehler. Es gibt keine Chance, alle Fehler in einem hinreichend großen Programm durch Testen zu finden. Vollkommen unmöglich. Das heißt, egal wie viel du getestet hast, du erreichst immer nur so eine 99, so viel Prozent Stabilität. Oder du kannst in deinen Tests nur so und so viel Prozent der Cases abdecken. Du kriegst es nie vollständig abgetestet. Aber es gibt ein paar Vollständigkeitsmaße. Und das erste, was ich zeigen möchte, ist Coverage-Analyse. Das ist sogenanntes Whitebox-Testing, dass ihr den Begriff schon mal gehört habt. Und es gibt eine Coverage-Analyse C0, C1, C2. Und das will ich kurz an dem Beispiel hier zeigen. Wir hatten ja hier unser Test-Fine-Tool. Und hier gibt es schon so ein bisschen grünen Balken. Und ich will das aber nochmal machen, indem ich hier auf Classes to Java gehe und dann rufe ich hier auf Run Classes to Java with Coverage. Das mache ich mal, das läuft eine Zeit lang. Und dann kriege ich hier so einen Coverage Report. Was im Prinzip das IntelliJ jetzt hier macht oder dieses Coverage, Run with Coverage Tool macht, das führt den Test aus und während der Test ausgeführt wird, wird bei jeder Zeile Code mitgeschrieben, ich habe dich ausgeführt. Das heißt, ihr schreibt einen Log, einen sogenannten Execution Trace, wo drin steht, habe Zeile 38 von, wie heißt dieses Ding hier, Classes to Java ausgeführt, habe Zeile 40 ausgeführt, habe Zeile 41 ausgeführt, habe so und so ausgeführt, habe Zeile 48 ausgeführt, bin in dieses Find-Tool rein, habe in der Klasse Student die Zeile 66 ausgeführt, 67 ausgeführt, 68 nicht, da stand ja nichts drin, habe 69 ausgeführt, habe 70 ausgeführt und so weiter. Dann schreibt er hier hin, ich habe hier diese Sachen hier ausgeführt, dann an dieser Stelle irgendwo sagt er, oh, ich bin zurück zur Zeile 77, führ die nochmal aus. Ja, dann steht da so ganz lang, Zeile 77 bis irgendwie 87 ausgeführt, zurück zu 77 bis 87, zurück bis zu 77 bis 87. Dann bin ich einmal hier in Zeile 80 rein, dann bin ich einmal in diesen anderen If-Then-Else-Case rein. Hier bei diesem Durchlauf habe ich 84 bis 87 gemacht, irgendein anderes Mal habe ich 90 bis 93 gemacht. Das wird einfach mitprotokolliert. Auf magische Weise, wenn das interessiert, der Code wird dafür instrumentalisiert. Die nehmen sich einen Java-Code und schreiben im Prinzip hinter jede Zeile so einen Methodenaufruf, bitte schreibe in eine Log-Datei, dass Zeile so und so von Datei so und so ausgeführt wird.
Das passiert nicht wirklich im Java-Quelltext, die machen das auf der Class-Datei und es ist ziemlicher Voodoo, wie das funktioniert. Gibt es aber Tools, die das gemacht haben. Wer das unbedingt wissen möchte, wie das geht, höre am besten die Vorlesung Compilerbau, die ich vor 2 Jahren das letzte Mal angeboten habe und von der prinzipiell der Martin Lange und der Norbert angeboten haben, das zu übernehmen, und die wollen das dann irgendwann bald auch mal wieder anbieten. Und die haben gesagt, ich soll aufhören, den Studenten zu erzählen, dass die das anbieten, weil die würden immer nachfragen und nerven, das geht ihnen tierisch auf den Geist und sie wären noch nicht so weit. Also nervt die, die sollen das bitte mal machen. So, nachdem dann das Programm fertig ist, werden diese Log-Informationen ausgewertet und dann einfach die doppelten Einträge rausgeworfen. Und dann wird hier so eine Statistik erstellt, wo drin steht, dass in diesem Package UKSPM 2021 alle Klassen in dem Test benutzt worden sind, die es da gab. Also die Klasse Room, Student, Tour und Visit sind benutzt worden. Hey, wir müssen das mal noch größer machen, damit man das hier sieht und vielleicht ein bisschen so. Von der Klasse Room sind 72% aller Methoden verwendet worden. Von der Klasse Student 77% aller Methoden. Von der Klasse Tour alle Methoden. Und von der Klasse Visit auch alle Methoden, alle 8 von 8. Von der Klasse Visit wurden 94% aller Programmzeilen, die Code enthalten, auch wirklich durchlaufen. Die Klasse Tour wurde vollständig durchlaufen. Die Klasse Student nur zu 75% und die Klasse Room nur zu 62%. Ist das gut oder schlecht? Lass uns das mal so ein bisschen genauer angucken. Und ich gucke aber jetzt erstmal hier an diesem Test. Hier gibt es einen so einen hässlichen roten Fleck. Seht ihr den? Das Return Null haben wir kein einziges Mal verwendet. Das heißt, wir haben dieses Find Tour aufgerufen mit irgendwelchen Werten, die dazu geführt haben, dass wir hier auf das Return Result gelaufen sind. Aber wir haben es nicht geschafft, diese While-Schleife bis zum Ende durchlaufen zu lassen und dann ein Return Null machen zu können. So, das bedeutet, also erstmal, wenn alle Zeilen unseres Quelltextes so einen grünen Balken davor haben, dann haben wir eine 100% Coverage unseres Codes. Das heißt, im Wesentlichen in unseren Tests wurden alle Programmzeilen einmal ausgeführt. Das ist Coverage 0. Das heißt, unsere Tests überdecken, Coverage ist das Wort für Überdeckung, alle Zeilen unseres Programmquelltextes. Naja, gut, schön. Es gibt noch eine Coverage 1, das ist Case Coverage, ich glaube ja. Die sagen, ja, also du hast hier so ein If, ein Else und noch ein Else If. Okay, das ist relativ leicht. Was ich möchte, ist, dass du in jeden dieser Zweige einmal rein bist und insbesondere auch in die leeren Zweige einmal rein bist. Wir hätten hier diesen, wo er nichts tut, die hätten wir ja weglassen können, diese Bedingung, eigentlich. Dann wäre er hier hinten rausgelaufen. Das hätte überhaupt keinen Unterschied gemacht. Ne? Wir hätten diesen Fall hier nicht hinschreiben müssen. Wenn wir das alles löschen würden, dann müsste es eigentlich immer noch funktionieren, oder? Ausprobieren. Wir brauchen wieder dieses mit Coverage. Alt 1, Classes. Ran. Gucken, ob es noch funktioniert. Ja, wunderhübsch. So, und wenn wir richtig viel Glück hätten, ja, da ist so ein komischer grauer Markierung davor, was im Wesentlichen sagt, also du hast hier so eine If-Then-Else-If-Kette und wenn du ganz viel Pech hast, läufst du hier hinten raus aus diesem Else-If und keiner der Cases ist angesprochen worden. Wir haben in unseren Szenarien, sind wir einmal durch diesen Zweig gelaufen, aber implizit gibt es hier hinten noch so einen Else-Fall, der leer ist. Und den haben wir überhaupt nicht gecovert, wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht, ob wir den gecovert haben oder nicht.
Und weil wir den nie gecovert haben, ist die Coverage-Analyse unglücklich. Dann sagt er, oh, da könnte sich eine Fehlersituation verwenden. Es gibt eben einen schärferen Coverage-Begriff, der sagt, ja, solche leeren Zweige musst du auch einmal durchlaufen. Und hier im Prinzip, das ist der Fall, dass man sagt, okay, du hast es nie geschafft, aus diese Weilschleife, dass die terminiert ist. Das ist eben auch was, wo man sagt, da fehlt dir Coverage. Ne, diesen Fall musst du auch einmal in deinen Tests betrachtet haben. Das ist Coverage 1. Der Stufe 1 ist, man sagt, auch so leere Zweige sind abgedeckt. Das ist eine sogenannte Branch Coverage. Dann gibt es noch so eine Coverage 2, Pass Coverage ist was Theoretisches, wird nie erreicht. So, wir haben jetzt hier eine Coverage von 75% der Zeilen. Ja, was haben wir denn hier? Diese eine kann es ja nicht gewesen sein. Lass uns doch mal das nochmal öffnen. Und hier dieser Ruhm, der ist irgendwie total schlecht gecovert. Nur 72% der Methoden, 62% der Zeilen. Was ist denn da los? Na, und da sieht man, da ist eben schon mehr rot. Und dann sagt der hier dieses Without Students. Das hast du kein einziges Mal benutzt in deinem Szenario. Haben wir nicht benutzt, echt nicht. Ctrl-Tab. Classes to Java. Ja, stimmt. Ne, wir haben das Zeug hier zusammengebaut, aber hier haben wir nie was gelöscht. Und in dem Ding auch nicht. Also wir haben zwei Tests, aber in die Tests, die wir hier haben, haben wir nie was gelöscht. Ja, schade eigentlich. Ne? Jetzt kann man darüber streiten, dieses Without Students. Ne? Wir haben das With Doors, aber das Without, da ist offensichtlich auch ein Fall nie getestet worden. Dass es der Other Null ist, haben wir nie aufgerufen. Ja, stimmt. Und das Without Students haben wir nicht gerufen, Without Doors haben wir gar nicht. Komisch. Das ist von Hand geschrieben. Ja, dieses ToString wurde nie benutzt. In keinem unserer Tests. Das haben wir mal gebaut, um das Debuggen schöner zu machen. Ihr erinnert euch. Na? Also, prinzipiell, wenn ihr Software baut für ein Flugzeug oder ein Auto, also wo, da müsst ihr einen sogenannten SIL-Level C oder A, weiß ich nicht genau, erreichen. Das ist ein Security-Level und da steht dran, da hängt, wenn das schief geht, stirbt unter Umständen ein Mensch. Und die Flugzeugleute müssen garantieren, dass innerhalb, ich glaube, von 1 Million Betriebsstunden Flugzeug, eigentlich müssen die garantieren, dass über die komplette Lebenszeit einer Flugzeugflotte, also solange Flugzeuge produziert und benutzt werden, dieses Typs, die Chance, dass ein einziger Mensch stirbt, irgendwie 1 zu 1 Million oder 1 Milliarde ist, macht fast keinen Unterschied. Ja, also in der kompletten Flugzeit der kompletten Flotte darf durch Software verursachten Fehler irgendwie nur mit so und so viel Promille Wahrscheinlichkeit ein Mensch sterben. Sonst kriegst du die Software nicht zugelassen. Na? Dann darfst du den Flieger nicht an den Himmel schicken. Na? Okay, außer du hast irgendwie, du heißt Boeing und hast irgendwie diese 737 Max entwickelt. Naja, ne? Manchmal geht das schief, aber im Prinzip darf das nicht passieren. Und die verlangen typischerweise, damit du die Zulassung kriegst, eine Coverage von 100%. Das heißt, da müsstest du jetzt was tun. Na, relativ simpel. Naja, du baust in deinem Test einen Ruhm.toString auf. Lass uns das einmal tun. Und dann reden wir über die Sinnhaftigkeit dieses Vorgehens. Na, das heißt, hier haben wir so einen Ruhm gebaut. Dann machen wir einfach mal sinnlos ein Mars.toString. Dann lassen wir die Tests wieder laufen. Wie mache ich das am geschicktesten? Alt 1. Genau, und dann Tests. Run-Test, die hat keinen Shortcut, das ist echt doof. Hey, und dann gehen wir wieder in unseren Ruhm-ToString rein. Hey, der ist grün. Ha, unsere Coverage ist besser geworden. Die Coverage ist jetzt von dem Ruhm schon auf, ich weiß nicht, wie viel es vorher war, 65% jetzt. Okay. Wir werden im weiteren Verlauf der Vorlesung diese Zugriffsmethoden, die Getter und Setter, zu unseren Klassen generieren. Da ist kein Fehler drin.
Das braucht ihr nicht testen. Das ist egal. Das heißt, wir werden ein bisschen unterscheiden zwischen so Rahmencode, für den ihr nicht wirklich verantwortlich seid. Den wollen wir in der Coverage nicht wirklich vollständig testen. Was wir vollständig testen wollen, sind algorithmische Teile, die ihr selber schreibt. Das heißt, in dem Classes to Java, das ist eigentlich auch egal, das ist ja nur der Test, aber da dieses Find, den können wir mal schließen und den hier auch, die Find-Tour-Methode, Ctrl-Z. Da wollen wir schon eine vollständige Coverage haben. Das heißt, wir müssen uns gleich hier um diesen Fall kümmern, dass wir da einmal hinkommen. Und das könnten wir jetzt eigentlich schon machen. Ich bin am Überlegen. Ja, machen wir jetzt hier nochmal von Hand und dann wechseln wir gleich zu Fulip. Schaffen wir das? Wie spät haben wir denn? 16:40 schon. Ich mache es einmal hier für den Fall von Hand vor und danach wechseln wir in unsere Testumgebung, weil ich die dann gleich vorführen möchte. Und da kommt noch mehr zu testen. Wir werden noch nicht ganz fertig heute. Okay, lass uns das einmal von Hand machen. Ctrl-Tab. Classes to Java. So, was wir typischerweise machen ist, wir lassen diesen einen Test-Find-Tour hier stehen, weil das eine gute Nummer ist. Und dann schreiben wir anschließend, weil dieser Test hat unter anderem auch so einen dokumentarischen Charakter. Der beschreibt ein Beispiel, das gut funktioniert. So ist es eigentlich gedacht, wie man diese Methode benutzen soll. Und jetzt versuchen wir, andere Tests zu schreiben mit anderen Fällen, die dann noch mehr Böses tun. Klammer auf Test. Tab. Bei mir funktioniert es jetzt wieder. Rigorous. Find Tour. Wir wollen die Find Tour jetzt rigorous testen. So, und das erste, was man immer macht, ist, man ruft das Ding mal ohne irgendwas auf. Ne? Das heißt, das erste, was du immer tust, ist, okay, das ist eine Methode von Kali. Wir brauchen irgendwie Kali. Naja, na gut. New Student, unter denen geht's nicht. Ja. Und das, was man dann immer als erstes macht, ist, man lässt den mal so nicht initialisiert. Ne? Tut mal so, als ob dem seine Attribute alle, lassen wir mal, machen wir mal nichts mit. So, das ist das minimale Kontext, den wir brauchen, damit wir dieses Find-Tour rufen können. Das Find-Tour braucht Parameter. Och, komm, lass uns mal 0 übergeben. 0, 0, 0. Ja, wunderschön. Und was hat er hier noch für ein Problem? Keins. Fertig. Wunderschön. Lass uns doch diesen Test mal laufen lassen. Gucken. So, wer glaubt, dass das funktioniert? Wer glaubt, das geht schief? Ja, genau. Lass uns das mal laufen lassen. Hier machen wir es mal so. Build failed. Irgendeine Klammer fehlt. Was hat er für ein Problem? Ah, ja. Sorry. Das mit der geschießenen Klammer hatte ich nicht auf dem Schirm. Nochmal. Test rigorous. Null pointer exception. Yeah! Ich liebe es. So, warum? Breakpoint reinsetzen. F9 nochmal. Da hält er an. Bis dahin sind wir gekommen. Und dann machen wir mal so ein Step into und dann steht hier, mach mir ein Visit, set credits, start.getCredits. So, start ist null. Na, können wir hier nochmal gucken, müsste hier irgendwo stehen. Start ist null. Da kannst du auf null kannst du nicht getCredits aufrufen. Ha, wir haben einen Bug gefunden. Cool. Offensichtlich müssen wir hier nochmal so ein bisschen nachblättern. Na? Ich behebe jetzt gerade mal diesen Fehler und dann überlegen wir mal, okay, behebe mal diesen Fehler, Witzbold. Was soll ich denn machen? Irgendein Heimel ruft mich mit Null auf und ich soll eine Tour berechnen und ich weiß nicht, wo ich loslaufen soll. Wie seid ihr denn drauf? Ich bin einfach ziemlich aufgeschmissen.
Ne? Okay, wir haben schon mal eine Situation gehabt, wo wir gesagt haben, wir finden keine Tour und haben dann gesagt, dann machen wir einfach einen Return Null. Ne? Das können wir jetzt hier tun. Also, if start ist null, return null. Okay, dann breche ich den Debugger ab, lasse den neu laufen und gucken wir mal, was jetzt passiert. Da sind wir wieder an der Aufrufstelle. Dann lassen wir den mal weiterlaufen. Hey, der läuft durch. Alles ist gut. Na, Fehler behoben. Hey, super. Jetzt können wir neue Coverage-Tests machen und gucken, ist die Coverage besser geworden oder schlechter. Da hat sich nicht wirklich was dran geändert. Tatsächlich habe ich eine eigene Folie zur Null Pointer Exception. Hoffe ich. Er geht nicht mehr weiter. Habe ich nicht. Ah, hatte ich früher mal. Alles klar. Ich muss jetzt 7 Minuten was zur Null-Pointer-Exception sagen. Dafür könnt ihr mich jetzt mal in voller Schönheit wiedersehen. Die Null-Pointer-Exception ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Die Null-Pointer-Exception ist ein uraltes Kernproblem der Softwareentwicklung. Das ist in Java schon ein bisschen besser als in früheren Programmiersprachen. Wenn dir das in C oder C++ passiert wäre, wäre dein Computer jetzt sinnlos abgestürzt. Da wäre gar nichts mehr passiert. Und dein Programm wäre vollkommen am Ende gewesen. Und wenn dir das im Flugzeug passiert, du fliegst da so vor dich hin und plötzlich, du überquerst den Äquator oder irgendeine bestimmte Stelle, sagst ja, Null Pointer Exception, alle Lichter gehen aus, Flugzeug fällt vom Himmel, ist irgendwie doof. Deswegen, weil man dann gesagt hat, das wollen wir gerne vermeiden, wir müssen irgendwas tun. Tatsächlich haben dann die Java-Leute gesagt, naja, wir werfen eine Exception und du kannst irgendwo weiter oben, das lass uns mal tun, wir gehen nochmal in dieses Feintool rein und machen das mal wieder weg. Das war eine blöde Idee. Ich sag gleich warum. So, stattdessen sagen wir jetzt, das könnte sein, dass das schief geht. Wir machen hier mal so einen Try. Catch. Exception. Meine Null-Taste. Exception. Exception ist doof. Eigentlich wollen wir ja nur die Null-Pointer-Exception fangen. Null-Pointer-Exception E. So, und ich mache jetzt mal was hier hin und schreibe cool. Aber ich will es gar nicht in Blockschrift. Wunderhübsch. Wenn das so läuft, ist es gut. Wenn er eine Exception wirft, dann hat er das Richtige gemacht. Das finden wir toll und dann sagen wir einfach, wir fangen diese Exception. So, dass man auf einer höheren Ebene eine Exception, die weiter unten passiert ist, fangen kann, um dann irgendeine Fehlerbehandlung zu machen und sagen, ja, Mist, das ist schiefgegangen, aber ich habe eine andere Idee, wie ich damit umgehen könnte mit dieser Situation. Ist ein unfassbar großer Fortschritt gegenüber Sprachen, die das nicht haben, wie C, C++, Pascal, Cobol, Fortran, die ganzen Sprachen, die wir im letzten Jahrtausend verwendet haben. Da gab es das noch nicht. Dann hat Java das eingeführt und haben gesagt, hey, wir brauchen so ein Konzept. Tatsächlich waren die Java-Leute nicht die Ersten, das kommt woanders her, weiß ich nicht mehr genau. Aber seitdem wir das haben, haben wir die Möglichkeit, darauf zu reagieren. So, der Punkt ist jetzt, dieses Feintool hat nicht wirklich eine Möglichkeit, sinnvoll darauf zu reagieren, wenn du der hier Null übergibst. Und was sie tut, ist, sie wirft eine Exception, eine Null Pointer Exception. Das ist das einzig Sinnvolle. Das, was wir eben gemacht haben, dass wir sagen, if start
gleich gleich null. Return null. Wenn wir das jetzt tun, dann läuft der Test durch. Und ich finde, wir haben es jetzt verschlimmbessert. Wenn wir uns die Aufrufstelle nochmal angucken, wir rufen das Feintool auf mit offensichtlich falschen Parametern. Das heißt, hier ist ein Fehler, das ist falsch, das darf man nicht tun. Und keiner sagt es uns. Und das System schluckt diesen Fehler, drückt ihn irgendwie weg und tut aber nichts. Aber am Schluss hat die Feintool-Methode einfach nicht funktioniert. Das hat nicht das getan, was wir wollten, aber keiner sagt es uns. Offiziell müssten wir das jetzt einfach abfragen. Wir müssten einfach sagen, hey, ich habe eine Variable Tour Result wird zu, hey. Und dann sowas wie a third that result is, not null value. Wunderhübsch. Wenn ich das laufen lasse, dann findet er jetzt einen Fehler. Und dann sagt er, oh, du hast erwartet, dass da was zurückkommt, da ist aber gar nichts zurückgekommen. Ja? So, jetzt haben wir prinzipiell als Aufrufer richtig reagiert. Ich habe gesagt, hey, ich habe das aufgerufen, ich erwarte, dass was zurückkommt, da kommt gar nichts, was ist denn hier los? Mein Test funktioniert nicht. Dieser Stil, dass die Methode, wenn sie nicht mehr weiter weiß, irgendeinen Error-Value zurückliefert, das ist der Standardstil, den man überall findet. Wenn man in der Webseite ist, dann wirft das irgendwie so eine 404 no, not found, irgend so ein Return-Typ. Wir hatten auch gerne, dass die Methoden True oder False zurückliefern, wie True, ich habe funktioniert, False, ich bin auf einen Fehlerfall gelaufen. Oder eben Error-Code zurückliefern. Oder eben Null, wenn es nicht funktioniert hat, zurückliefern. Das Problem damit ist, dass Methoden so einen Error-Code zurückliefern, dass die Leute, die die Methoden aufrufen, in 90% der Fällen vergessen, diesen Error-Code abzufragen. Das macht einfach keine Sau. Und dann kann ich, dann meldet die Methode, boah, ich habe nichts machen können. Der Aufrufer ignoriert das stumpf und macht weiter so, als hätte alles funktioniert. Und dann haben wir so eine Art Fehlerverschleppung. Ich habe im Schritt 3 meines Programms einen Fehler und dann im Schritt 7 will ich jetzt endlich mal auf das Ergebnis zugreifen und es funktioniert nicht. Dann frage ich mich, wieso funktioniert denn das nicht? Was ist denn hier in Schritt 7 falsch? Und dass der Fehler weiter oben in Schritt 3 lag, da suche ich mir relativ lange, man muss sich da Ursachenforschung betreiben, bis ich das finde. Und dieses, der Fehler ist aufgetreten, ich habe entdeckt, ich habe eine Fehlersituation und naja, ich reagiere jetzt nicht, ich tünche den mal so zu, ich klebe da so ein Pflaster drauf und hoffe, das macht die Augen zu und hoffe, dass es schief geht und dann irgendwann 10 Schritte später knallt es. Das ist Fehlerverschleppung und das bewirkt, dass es unfassbar schwer wird, den Fehler zu finden. Das soll man nicht tun. Wenn ein Fehler da ist, dann soll man so früh wie möglich, so aggressiv wie möglich diesen Fehler anzeigen. Und deswegen ist die richtige Reaktion, die Feintour machen muss, das muss eine Exception schmeißen. Also den zuzudecken, den Fehler, blöde Idee. Das darf man nicht machen. Was man dann manchmal machen muss, ist, man muss testen. Ey, ich möchte, dass Feintool, wenn ich es so aufrufe, einen Fehler wirft. Na? Und damit, das tut ihr, ich könnte jetzt das hier tun, aber ich möchte eigentlich nicht dieses, ich möchte den Return-Wert auswerten müssen. Sondern was ich sage, hey, wenn das jetzt eine Exception wirft, dann springt es hier diesen Catch an, dann ist alles cool. Wenn es keine Exception wird, das wäre doof. Dann schreibe ich hier so ein Fail hin. Das ist im Prinzip Fail? Assert Fail? Ja. Also wenn ich hier wirklich hinkomme, dann ist mein Test fehlgeschlagen. So, jetzt steht hier, ruf das auf. Ich erwarte, dass das eine Exception wirft. Die fange ich mit diesem Catch. Dann ist alles cool.
Wenn das keine Exception wirft, das wäre doof. Na, lass uns das nochmal tun. Ich habe jetzt keinen Bock, das zehnte Mal dieses Ding hinzuschreiben. Ich mache jetzt einfach mal nur ein Return 0. Fuck, das geht nicht. Okay, nochmal. If start gleich null. Ah, jetzt mal die ganz kurze Variante Return null. Das habt ihr nicht bei mir gesehen. So, wenn wir das jetzt machen, dann stellt man fest, hey, das hat nicht geklappt. Weil da gab es einen Assertion Error. Ich bin auf das Fail gelaufen. Na, ich habe erwartet, das wirft eine Exception, hat es nicht getan. Das Fail hier sagt, boah, wenn du hier hinkommst, dann ist irgendwas nicht so gewesen, wie ich es wollte und schmeißt eine Exception. Wunderschön. So, jetzt können wir zurück in dieses Fine Tour. Dann lösche ich diese Zeile wieder. Jetzt funktioniert der Test, so wie ich das will. Und wir haben immer noch nicht hier hinten das hier getestet. Könnten wir jetzt aber mal hin. Vivid set room. Wenn wir einfach irgendeinen Start übergeben. Wir testen uns da gleich dran. Ich möchte jetzt gerade hier an dieser Stelle unterbrechen und zu dem zweiten Teil meiner heutigen Vorlesung kommen, damit wir die Zeit dafür haben. Das brauchen wir nämlich, damit ihr die Hausaufgaben machen könnt. Und wir greifen das hier nochmal wieder auf. Was wir machen wollten heute war Coverage-Testing, das haben wir nicht vollständig erreicht. Was wir getan haben, war so ein bisschen Blackbox- oder Value-Coverage-Testing. Oder Fuzzing nennt man das auch. Da guckt man sich im Wesentlichen die Parameter von dieser Methode an, die man testen möchte. Was haben die für Typen? Und dann versucht man mal fröhlich spaßige Werte zu übergeben für beim Aufruf von diesem Feintour. Ctrl-Tab. Wir haben das jetzt mit null, null, null. Das ist so der Default. Dann nimm mal einfach mit Null-Value. Leer lustige Ergebnisse könnte man erreichen, wenn man hier mal minus 10 übergibt. Na, dann ist er also hoffentlich sofort fertig. Ich weiß nicht, ob wir auf gleich oder kleiner gleich abgetestet haben. Kann sein, dass er dann nie zu einem Ergebnis kommt. Na, wenn einem minus 10 irgendwie zu lahmarschig ist, kann man auch integer.min value aufrufen. Na, das ist irgendwas mit minus 2 hoch 32 oder so ähnlich. Na, gucken, ob er das erreichen kann. Auch lustig ist es, integer max value aufzurufen. Na, das sind so typische Dinge. Also wenn man irgendeinen Parameter hat, der vom Typ integer ist, ruft man den typischerweise einmal mit 0 auf, einmal mit minus 1, einmal mit plus 1, dann irgend so ein, einmal mit 42, einmal mit max value und einmal mit min value. Das sind so, man klappt von dem Wertebereich, den dieser Parameter hat, so die Ecken ab und guckt, funktioniert noch alles. Ja? Wenn wir das später machen werden, dann werden wir auch mal so einem Raum Max in Credit geben. Ne? Und wenn man zwei von solchen Räumen hintereinander besucht oder einen Raum mit 100, mit 10 Credits und einen mit Max in Credit, dann gucken wir mal, was beim Visit rauskommt, wenn man die Summe dieser beiden Credits bildet. Ne? Und dann kriegt man so einen Overflow und dann gucken wir mal, ob unser Programm richtig reagiert. Na, und dann solche Dinge müssen wir alles ausprobieren. Okay, da kommen wir gleich hin. Was man noch machen kann, ist Random Testing, Model Checking und KI-Based Testing. Erkläre ich nächste Woche, schaffen wir heute nicht mehr. Jetzt wollen wir, also wir müssen noch eine ganze Menge testen. So viel haben wir jetzt gemerkt. Na? Und anstelle jetzt diese ganzen Tests so von Hand zu schreiben, werde ich jetzt dazu übergehen, das Story-Driven zu machen. Habe ich das Story-Driven irgendwo hier? Nee, habe ich geschmissen. Okay. Wir werden dafür, für diese Beispielszenarien, für das schöne Beispiel und auch für die schlechten Beispiele, die man so braucht, jetzt FooLib verwenden. Und da gehen wir jetzt mal hin. Dafür brauchen wir die Webseite. Und was wir jetzt machen wollen ist, ich glaube www.foolib.org. Adrian, ruf dir www.foolib.org auf. Wunderhübsch.
Dann kommt hier auf diese fröhliche Webseite. Da sind schon Sachen drauf, die ich vorbereitet habe. Die lösche ich mal gerade und schreibe hier mal sowas hin. Hey, wunderschön. Das ist eine Webseite, die könnt ihr auch jetzt schon besuchen. Das müsste funktionieren. Um dann so ein paar Sachen, die ich hier mache, mit zu probieren. Da gibt es im Augenblick 6 so kleine Kästchen. Und wir wollen jetzt mal unsere Tests aus dem Classes to Java hier implementieren. Und wir fangen mal mit dem Test Start Situation an. Hier. Alt-Tab. Yeah. Also ich schreibe hier als erstes teste die Start Situation. Na, da passiert noch nicht viel. Hier unten gibt es das, was ich hier oben hinschreibe, nochmal als Markdown gerendert. Wir sehen gleich, warum das eine coole Idee ist. Was man jetzt hinschreiben kann, ist hier unseren Test, den wir hier hatten, in anderer Syntax. Hier steht, wir brauchen einen Studenten Kali mit 0 Credits. Das schreibt man hier in so einer textuellen Beschreibungssprache hin, die dafür gedacht ist, dass so Business People das verstehen. Das heißt, wir schreiben, there is a student. Ja, this name, Kali. Punkt ist immer relativ wichtig. Wenn wir das machen, sehen wir hier, dass hier alle möglichen Dinge grün werden, was schon mal sehr, sehr schön ist. Dann sehen wir hier Java Testcode, der generiert wird. Könnt ihr das lesen? Ich hoffe mal. Na, ich kann noch mal Ctrl Plus versuchen. Ist es jetzt größer geworden? Das war ja schlimmer. Schlimmer? Ist es besser oder schlimmer? Wer ist für besser? Okay, wir können mal ein paar Sachen wegdrücken. Ich mache mal den hier weg. Hat nicht geholfen. Ich mache mal den hier weg. Ist das gut? Und dann kann ich den hier größer machen. Jiha. Und dann mache ich nochmal ein Ctrl Plus. Und jetzt ist es ein bisschen besser. So, dann kann ich den hier nach hier ziehen. Der ist klein, eigentlich ganz okay. Ich ordne mir das mal so ein bisschen anders an. Wunderschön. Das Ganze hier so ein bisschen tiefer. Nee, lieber nicht. So, was er gemacht hat, ist aus There is a student with name Kali, hat er gesagt, hey, ich erzeuge so eine Zeile, new student, Kali set name und rufe FoolLib-Objektdiagramme an und dann steht hier unten das FoolLib-Objektdiagramm. Was man auch nicht gut sieht. Und gleichzeitig hat er ein Klassendiagramm erzeugt, damit ich ein bisschen einen Überblick habe, was da drin ist. So, jetzt brauchen wir den hier ein bisschen größer. Und dann schreiben wir hin, end with, wie viel hat der? 0 Credits am Anfang. So, jetzt hat, wie man hier unten im Objektdiagramm sieht, ich will das größer haben, aber es geht nicht. Ah ja, wie kriege ich das größer? Hm? Ich kann nicht scrollen. Ich gehe hier größer machen? Auch nicht. Nee, ich kann ihn kleiner machen, aber nicht größer. Naja, okay. Ich muss das doch mal einmal wieder kleiner machen. Na, ich fürchte, so müssen wir es irgendwie mitleben. Hey, jetzt habe ich prinzipiell aus meinem Test hier diese Zeile implementiert. Ne, den Code hat er uns jetzt generiert. Was er auch explizit mitgeneriert hat, ist diese ganze Klasse und sowas. Das hat er alles automatisch irgendwie angelegt. Dann nehmen wir uns mal hier unseren Alice dazu. There is a student with name Alice and with 0 credits. Wenn ich das schreibe, erzeugt er mir hier ein zweites Studentenobjekt und hier in dem Test steht jetzt eben auch erzeuge Alice, setze den Namen, Credits, mach mir das Objektdiagramm, mach mir das Klassendiagramm. Wunderschön. Gucken wir in unseren Code hier rein. Da steht, mach mir einen Mathe-Raum.
mit dem Topic Mars und 17 Credits. There is a room with topic Mars and with 17 credits. Hey, da ist unser Raum. Hier ist Code. Ne, jetzt haben wir schon 12 Zeilen Code aus 6 Zeilen Szenario-Beschreibung, 12 Zeilen Java-Code gemacht, plus die ganzen Klassendiagramme und die Implementierung des Klassendiagramms gibt es auch. Zeige ich gleich, wo das ist. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V. Lass uns mehr Räume machen. Dann sagt er, ey, hast du sie nicht alle? Jetzt sieht man leider die Fehlermeldung nicht. Das Problem ist, dass das hier doppelt ist. With Topic Mars, dann sagt er, nee, Modeling. Und der Modeling weiß ich gar nicht mehr. Der hatte 29 Credits, glaube ich. Und Algebra, 23 und 20 hatten wir, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie muss am Schluss 66 rauskommen. Okay, wir gucken es lieber nach. 17, 29, 35. Modeling 29, Algebra 35. 17, 29, 35. Wunderhübsch. So, jetzt haben wir unsere fröhlichen Objekte. Oh, wir brauchen noch den Examensraum. Sorry. There is a room with topic exam and with 0 credits. So. Jetzt brauchen wir noch, was brauchen wir denn als nächstes? Mars with doors, modeling and algebra. Das ist ein bisschen komplizierter, jetzt brauchen wir Assoziationen. Es gibt hier Beispiele dafür. Was man jetzt gucken muss, ist Placeholder. Da steht, wie man Assoziationen schreibt. Und dann schreibt man, nimmt man sich hier so einen Satz, kopiert den, geht zurück und schreibt den mal hier so hin. Dann sagt er, oh, wir haben die University und Student, wunderhübsch. Was wir wollen war, every student has. Nee, wollen wir gar nicht. Ne? Wir wollten das mit dem Raum haben. Aber lass uns das gerade mit Alice machen und Carly, dass die in einem Raum sein können. Dann haben wir das auch schon. Every student has position and is one of the students of a room. Wenn wir das nehmen, dann haben wir student, position, room. Da fehlt die 1, haben wir uns einfach geklemmt. Wenn nichts dran steht, steht da 0.1. Wenn da ein Stern steht, steht da 0.n. Ne? Das heißt, ein Room hat viele Studenten. Ein Student hat immer genau eine Position. Hey, das ist das, was wir haben wollten. Das ist ja cool. Und dann brauchen wir noch die Kante, die Doors-Kanten in den Räumen. Every room has doors and is one of the doors of a room. Wow! Okay, dicht dran, aber noch nicht ganz. Ne? Irgendwie fehlt hier der Stern. Hilfe! Da steht eine Fehlermeldung. Kann man da Sum hinschreiben? Nee, ich glaube, das ist noch nicht das Richtige. Adrian, was muss man da schreiben? Adrian? Of? Many. Many rooms. Hey. Schon steht da Doors and Doors. Leider kann ich hier gerade nicht hinscrollen, dass ich die untere Kante nicht sehe. Aber ich hoffe mal, dass das geht. Jetzt haben wir die Assoziationen deklariert. Und dann können wir das jetzt hinschreiben.
Mars heißt, Groß-Kleinschreibung ist jetzt weitgehend egal. Das macht ja beim Erzeugen des Klassendiagramms oder Objektdiagramme automatisch richtig. Mars has doors, to muss man sich klemmen, Modeling und Algebra. Hey, hier gibt es jetzt doors. Cool. Ich mache mal den Java-Testcode weg, weil ich hoffe, dass ich dann anschließend den hier kleiner machen und den hier hochschieben kann, weil dann kann ich den hier größer machen. Verrückt. Ja, und das ist leider sehr klein. Ihr könnt es aber alles selber ausprobieren. Dann seht ihr das auf eurem Rechner so groß, wie auch immer ihr wollt. Ne, nehmt ihr hier diese Texte, macht das ab. Jetzt haben wir hier den Mathe-Raum. Der hat eine Tür zu Algebra und zu Modeling. Wunderhübsch. Dann fehlt hier Modeling. Has doors. Nach Algebra. And kann man hier auch schreiben anstelle von dem Komma. Exam. Hey, das ist genau die Situation, die wir haben wollten. Was wir jetzt noch nicht haben, ist, dass Kali in dem Modeling-Raum drin ist, aber im Großen und Ganzen funktioniert das so. Wir könnten jetzt ein zweites Szenario schreiben, aber ich mache das einfach mal hier mit rein. We call find tour on Kali. Kali können wir groß geschrieben. Aha. Kali. Jetzt müssten wir den Java-Quelltext wiedersehen. Wie kriege ich den zurück? Java-Testcode. Bitte? Muss man einmal Objektdiagramm wegmachen? Objektdiagramm wegmachen? Ja. Sagst du so. Und dann? Muss man neu laden. Ctrl A, Ctrl C, Reload. Hey, da gibt es jetzt Java Testcode. Dann mache ich mal das Klassendiagramm weg und da das Objektdiagramm hin. Nee, das geht auch nicht, ne? Reload. Schnief. Ein bisschen Verlust ist immer. Was ich wissen wollte, war, hier unten steht jetzt Kali Find Tours. Das ruft er jetzt auf. Hat funktioniert. Das kann ich jetzt mal größer ziehen. Das ist schon mal auch viel wert. Und dann gucken wir uns das jetzt hier noch an. Dann bin ich hier gleich auch mit fertig. Dann sehen wir schon das, was da rauskommt. We call Find Tour on Kali. Wir wollen da Parameter übergeben. Ne? With am Start Math. Wenn wir das machen, dann übergibt er hier als ersten Parameter Math. Ja, und er hat im Prinzip auch dieses FindTour jetzt schon deklariert und hat dann einen Parameter Start definiert vom Typ Room. And with stop exam. Jetzt steht da Math exam. Cool. And with Credits 66. Hey, das heißt, wir können so einen Methodenaufruf machen. Wir können das jetzt noch weiter treiben, aber wir haben nicht so wahnsinnig viel Zeit. Und deswegen wechsle ich jetzt aus dieser Tooling-Ansicht zurück in mein Projekt. Dann sehen wir auch noch ein bisschen mehr, was alles passiert. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe nämlich hier ein Projekt geholt vom GitHub Classroom, die dritte oder vierte Hausaufgabe. Ich hoffe, das ist die richtige, ich weiß es nicht genau. Und habe mir die geklont im Wesentlichen. Ne? Das heißt, ich habe im GitHub Classroom mir das Assignment geholt und habe im Prinzip hier das Projekt ganz normal angelegt. Ich habe es mit IntelliJ geöffnet, das ist ein leeres Projekt im Augenblick. Ich habe hier dieses Class Tools to Java von Hunter reingetan. Das ist der im Wesentlichen das, was ich eben getippt habe. Das habe ich mir als Kopiervorlage hier schon mal reingetan, falls ich das brauche, wenn ich es nicht wieder hinkriege. Da hätte ich jetzt gleich auch gucken können, wie das mit der Assoziation geht. Aber es war einfacher, Adrian zu fragen.
Das ist eine Markdown-Datei, das heißt, es gibt die Möglichkeit, sich das hier in so einem PDF-ähnlichen Format so ein bisschen schöner gedruckt zeigen zu lassen. Wenn das so einen Gatter da vorne hat, dann liefert einem das hier so eine Überschrift, die da ein bisschen größer ist. Und es gibt noch mal andere Sachen, die man in dem Markdown machen kann. Man kann insbesondere Bilder einklemmen. Das war was, was ich euch hätte noch zeigen wollen. Das zeige ich vielleicht gleich. So, das habe ich schon mal vorbereitet. Und jetzt gehe ich hier hin in dieses Load-Example. Hier gibt es einen Configure-Project-Knopf. Warum der Configure heißt, weiß ich nicht genau. Das könnte auch genauer Configure in Download heißen. Den starten wir mal. Dann fragt er mich nach Dingen. Hier steht noch was drin vom letzten Mal. Und wir nennen das immer de.uks und dann irgendwie pm 2021 oder so, ne? UniKS. Ja? Bitte? UniKS. Wow. UniKS pm 2021 und dann? Model. Nee, da fehlt noch irgendwie, welche Hausaufgabe das ist. Ich nenne es mal Study Write. Und dann Model. So. Wow. Und der Projektname, ich nenne es mal Study Write, weil ich die ganz oft so nenne. Groß-Kleinschreibung. Keine Ahnung. Study Write von mir aus. Version 1.42 ist einfach, nein, da muss natürlich stehen 0.0.1. Welche denn? 1.0.0? Nee, das verstehe ich. 0.1.42 ist eine schöne Versionsnummer. Dann der Szenario Files Name. Das nenne ich mal Classes to Java. Na, weil so heißen unsere Tests im Augenblick auch. Dann gibt es so eine Decorator-Class, da können wir das stehen lassen. Das können wir jetzt einfach so speichern, dann merkt er sich das. Oder und, wir können uns das runterladen. Ich mache jetzt hier mal Download, dann Save und Close. Jetzt habe ich hier in meinem Download-Bereich diese ZIP-Datei. Die öffne ich. Und das ist unfassbar klein. Ctrl Plus geht nicht größer, sorry, keine Ahnung. Dann sage ich Entpacken. Da drin ist im Prinzip jetzt unser Projekt, das entpacke ich jetzt und zwar nach ungefähr da, aber nicht wirklich. Idea Projects PM Autograding Test. Das war das Richtige. Ne? Und da packe ich das jetzt einfach rein. Yeah. Okay. Dann sagt er, da gibt es schon ein Gitignore. Dann sage ich, ja, überschreib das. Wunderhübsch. So, jetzt gehe ich zurück in mein IntelliJ, in den Autograding-Test. Und das ist hier viel, viel mehr. Na? Und ich mache den hier, würde ich gerne mal zumachen. Geht aber nicht. Jetzt gibt es hier einen Source-Ordner. Da gibt es sogar schon einen Gen-Ordner und einen Main-Ordner. Und lauter schöne Dinge. Und es gibt ein Build.gradle. Da stehen unfassbar spannende Dinge drin. Und es gibt ein Main-Szenario-Ordner. DE Unicaster PM 2021 Classes to Java. Da steht das drin, was wir gerade getippt haben. We call Fine Tour Kali, ihr kennt das wieder. Ne? Das ist jetzt hier einfach rüber kopiert worden. So, das, was wir vorhin die ganze Zeit auf der Webseite gemacht haben, können wir jetzt auch in IntelliJ machen. Das heißt, wir können jetzt hier dem sagen, oh, bitte generiere mir meinen Test und lass den laufen. Dafür muss ich irgendwo ein Gradle finden und dem sagen, mach mir das bitte. Das geht wie? Ist das schon ein Gradle-Projekt oder muss ich das noch laden? Wie Build? Build. Ich fürchte, das ist es noch nicht. Das sind so Dinge, die kann ich nicht gut. Create. Sicher? Create Run Configuration. Will ich das?
Nee, ne? Aber ja, es, hier irgendwo geht was. Ich glaube auch. File Parse, Open in Terminal, Local History, Reload, Compare, Import Gradle Project. Das wollte ich nicht machen. Auf dem build.gradle import. Dann geht hier so ein Gradle-Fensterchen auf, wunderhübsch. Und dann kann ich irgendwie sagen, rerun, reload, refresh, task activation. Der macht hier noch was. Indexing post, Gradle download, build module. Der müsste das jetzt eigentlich schon mördermäßig laufen lassen. Hier gibt es jetzt so ein Study-Write-Ding, hier gibt es Tasks, da gibt es unter anderem Verification. Ich weiß nicht, ob ich die Tests nochmal laufen muss oder ob er das inzwischen schon geschafft hat. Nee, muss ich laufen lassen. Da drücke ich auf Test und sage bitte Execute. Dann läuft dieses Gradle los und im Prinzip macht jetzt dieses Gradle, das hat hier oben so ein fröhliches Plugin, Fullip Gradle. Wenn ich den zumache, ist der bestimmt für immer weg. Das hat hier so ein Plugin, Fullip Gradle. Und das geht in den geht in diesen Main-Ordner, sucht da nach so Szenarios und analysiert diese Szenarios und generiert ganz furchtbar viele Dinge. Nämlich diesen Test. Classes to Java Test. Das ist im Prinzip das, was wir hatten. Da drinnen den Test-Methode, die Start Situation hieß. Und da ist genau der ganze Testcode drinnen, inklusive Kali Find Tour, den wir hier hatten. Na? So, spannenderweise generiert der auch im Main-Ordner unser Klassenmodell. Das Klassendiagramm findet man hier, den Room findet man hier, den Student findet man hier. Na, der ganze Kram ist jetzt hier schon für uns gebaut. So, und der Student hat offensichtlich irgendwie Ctrl F12 Find. Nein, hat er nicht. Gehen wir einfach mal in den Test. Ctrl Tab. Das ist der Test. Da gibt es offensichtlich schon so eine Find-Tour-Methode. Die ist noch leer. Und die ist in der Klasse Student. Warum habe ich die eben nicht gefunden? Wissen wir nicht. Ne? So, wir können den Test mal laufen lassen, spaßeshalber. Ran. Nein, geht nicht. Ich glaube, der hat das noch nicht richtig gerafft, dass er den. Die sind auch noch so rot, diese Klassen. Ja, das ist auch. Ja, ist das Szenario. Ah, ich bin über 30. Hier, den Test können wir laufen lassen. Von mir aus heute mal mit einem Debugger. Alles schön. Gut. Jetzt wollen wir dieses Find-Tour ja implementieren. Na? Und das haben wir ja schon gemacht. Ich bin hier wieder in dem alten Projekt, hoffe ich mal. Und da gab es ja schon so eine Methode Find-Tour. Hey, cool. Die nehme ich jetzt einfach mal. Ctrl-C. Dann gehe ich in unser neues Projekt, das StudyWrite-Projekt. Da ist das Find-Tool ja noch leer. Und dann ersetze ich das einfach. Hurra! Na, jetzt habe ich einfach die Implementierung, die wir hatten, hier rüber kopiert. Jetzt ist er relativ unglücklich und er sagt, ey, sag mal, hier kommt eine Tour drin vor. Das kenne ich gar nicht. Hier kommt ein Visit drin vor. Das hast du noch nicht deklariert. Mist. Na? Das müssen wir noch machen und dann brauchen wir die Implementierung dafür auch. Das kann ich jetzt aus dem alten Projekt auch rüber kopieren, aber ich kann eben mir das auch von Fullip generieren lassen. Das heißt, ich gehe jetzt in mein Szenario und jetzt kommt ein Trick, der wichtig ist. Fullip generiert, wenn ich das laufen lasse, diese Find-Tour-Methode neu. Das möchte ich nicht, weil dann geht der ganze Rumpf verloren. Deswegen schreibe ich jetzt hier magisch hin NoFullip. Dann tut er das nicht. Methoden, wo NoFullip irgendwo drin steht, sagt er, da lasse ich schön die Finger drin davon. Das heißt, die bleibt jetzt einfach so stehen. Das ist noch ein bisschen gehackt. Wir arbeiten dran. Das geht demnächst wahrscheinlich schöner.
Im Augenblick ist es halt so. So, jetzt gehen wir in unser Szenario rein. Classes to Java. Und schreiben mal schönere Dinge. Wir wollten noch eine Tour haben. Und ich schreibe das mal hier drüber. There is a tour. Und neu laufen lassen. F9. Classes to Startsituation. Dann wird er sagen, ich kann das nicht kompilieren. Aber er sollte sagen, ich habe das neu generiert. Er hat hier ganz am Anfang gesagt, ich kompiliere den Gen-Java-Code, ich generiere Classes, ich generiere Source-Code. Hier gibt es eine Klasse Tour. Wow. Verrückter Scheiß. Hat er jetzt generiert. In unserem Test gibt es jetzt auch tatsächlich... Nein, das ist unser Code. Klasse Tour gibt es jetzt. Wir brauchen noch ein Visit. Gehen wir wieder in unser Szenario. There is a visit. F9. Ist es ein Typo? Bitte? Beim zweiten Wort ist ein Typo. Beim zweiten Wort ist ein Typo. Danke. F9. Tatsächlich ist das was in der IntelliJ-Umgebung ein bisschen schlechter ist, als wenn ich das auf der Webseite mache. Wenn ich das auf der Webseite mache, dann kriege ich sofort Feedback. Und dann kriege ich jetzt angezeigt, dass ich irgendwo ein Typo habe. Hier muss ich mir tatsächlich hier diese Fehlermeldungen durchlesen, die relativ kompliziert sind. So, jetzt hat er immer noch gesagt, ich kann es nicht kompilieren. Das machen wir mal ganz am Anfang. Dieses SLF4J ist wahnsinnig nervig. Kriegt mal raus, wie man das abstellt. Ich weiß es, aber recherchiert das was und schreibt das mal ins Discord rein. Wen das nervt, der kann es sich dann irgendwie wegmachen. Und hier steht Visit Set Credits, das gibt's nicht. Na, Set Credits haben wir nicht. Mist, Control Tab. Classes to Java Markdown. Wir könnten jetzt hier hinschreiben bis 42 Credits. Das würde das Problem im Wesentlichen lösen. Glaubt ihr nicht? Laufen lassen. TV wird automatisch ausgeschaltet. Mach was! Ich sehe meine Studenten nicht mehr. Danke. Ctrl-Tab, student.java. Set Credits ist jetzt grün geworden. Das ist eine Möglichkeit, wie wir das machen können. Ich will eine andere benutzen. Nämlich, ich möchte schreiben... Every visit has credits of type int. Und das brauchen wir nicht mehr. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig geschrieben habe. Müssen wir gleich nochmal in der Dings nachgucken. Tests were not received. Ctrl-Tab. Student.java. Jetzt haben wir auch wieder Credits, aber irgendwie keine Visits mehr. Ist irgendwie schade. Das hat nicht funktioniert. Das heißt, wir müssen jetzt mal einmal in meiner Musterlösung nachgucken, wie ich das da geschrieben habe. Da muss stehen, aus Gründen, die mir nicht ganz klar sind. Ctrl-Tab. Every visit has a credits. Die Syntax ist noch so ein bisschen experimentell, möchte ich was mal nennen. Vielleicht noch mal kurz dazu. Uns ist vor 2 Stunden vor der Vorlesung aufgefallen, dass wir das heute machen wollen. Dann hat vor ungefähr 1,5 Stunden Adrian das Release geschraubt. Und die ganzen Sachen sind ungefähr 2-3 Wochen alt. Also es ist in den letzten Wochen... entstanden, das gibt es noch nicht so furchtbar lange. Und ja, wir arbeiten da weiter dran, aber nicht mehr während dieses Semesters. So, Ctrl-Tab, Classes to Java Scenarios. Student.java. Hey, Visit gibt es, Set Credit gibt es.
Jetzt brauchen wir noch Rooms. Entschuldigung. Control-Tab. Access to Java Scenarios MD. Genau. Ist das das Richtige? Nein. Falsch. Das ist der Richtige. Das andere war die Vorlage. Das müssen wir mal irgendwie wegdrücken auf Dauer. Every visit has a credits of type int. Vielleicht sollten wir doch das andere mal angucken. Ich kriege es eh nicht auf den Anhieb hin. Every visit has a tour and is one of the visits of a tour. F9. So, und jetzt gucken wir uns mal, das müssen wir wieder breiter machen, das Class Model an, und zwar das Diagram. Das ist leer, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Wir haben auch keinen Student, wir haben was falsch gemacht. Was einfacher ist, wir gehen jetzt wieder in die Vorlage und gucken, was wir da geschrieben haben, und kopieren das. Every, nein, hier steht irgendwas mit Tour. Nicht richtig. Every tour has visits and is tour of many visits. Das many war wahrscheinlich der Fehler. Ich kopiere mir das jetzt einfach. Ihr müsst da ein bisschen rumspielen, damit ihr das hinbekommt. Musterlösungen angucken. Clemens erklärt das in den Hausaufgaben ganz toll. Classes to Java. Und den ersetzen wir jetzt. So, ich brauche noch 10 Minuten. Ein bisschen überziehen, aber wird nicht so furchtbar, hoffentlich nicht so ganz dramatisch. Einmal laufen lassen und dann hoffen, dass hier sind wieder viele, viele Klassen. Im Klassendiagramm gucken, hey, hier gibt es jetzt einen Visit, der hat Credits, der hat eine Tour. Das ist toll, aber eigentlich wollten wir zwischen Visit und Room auch noch eine Beziehung haben. Ne? Control-Tab, Classes to Java Markdown. Komm, wir probieren es nochmal. Adrian, hilf mir. Every visit has a room and is one of many visits of room. Also, wenn ich ein Visit-Objekt bin, habe ich ein Room-Attribut vom Typ Room. Und mein Room hat Visits-Attribut, und zwar viele Visits vom Type Visit. Ja, könnte sein, dass das geht. An der Syntax arbeiten wir noch. F9. Das war falsch. Okay, wir arbeiten noch dran. Ich habe das offensichtlich hier drin. Every visit has a credit. Habe ich hier noch nicht drin. Mist. Dann gucken wir halt die Fehlermeldung an, da drinnen stehen, was da ist. Und Adrian, sag mal schnell, was ich falsch gemacht habe. Zeile 20. Every visit has a room of the visits. Nee, das ist nicht die Lösung. 2030 Syntax Mismatch Input and expecting like of. Das da? Das sieht gut aus. Da hat er was generiert. Hier gibt es wieder viel. Im Klassendiagramm gibt es auch wieder viel. Aber keine zwischen Visit und Room. Hat aus dem Room ein String gemacht. Der Room ist ein String. Wir sind dicht dran. Kriegen wir das hin. Every Visit has
Rune is one. Okay. Dann Klassendiagramm angucken. Ah, viel schöner. Seht ihr das? Jetzt gibt es hier eine Kante. Visit hat Ruhm. Ruhm hat viele Visits. Eine Tour hat viele Visits. Aber was wir noch brauchen, ist so Previous Next. Ah. Und dann haben wir genug für heute. Ah, das schaffen wir aber noch. Okay, hilft mir. Every visit has next. Und zwar viele, ne? Wie sage ich das? Wenn ich da nichts hinschreibe, ist es viele, ne? And. Da gibt es jetzt nur einen. Is. Da muss ich nicht das one off schreiben. Is previous. Of a visit. Wer geht da mit? Das sieht cool aus, aber es gibt keinen with next. Next ist eine singuläre. Ist noch eins, ne? Ja. Wie sage ich, dass ich davon viele haben möchte? Nimm doch die Formulierung von oben und drehe next und previous. Okay, has previous and is one of the next of a visit. F9. Control Tab. Was haben wir denn jetzt im Klassendiagramm? Schwer zu sagen. Ich glaube, Next hat einen Stern. Previous hat, glaube ich, keinen, weil hinter dem Visits ist ein Stern. Ja, das sieht eigentlich jetzt richtig aus. Wunderschön. Und was hat er für ein Problem? Compute Results findet er nicht. Muss das mal einen Test kopieren? Ja, das Compute Result haben wir im alten Test. Alles andere sieht hier schon verdammt grün aus. Das haben wir tatsächlich hingekriegt. Und der andere Test steht hier. Und da gab es offensichtlich irgendwo ein Compute Result. Ctrl C. Alt Tab. Ctrl V. Ctrl Save. Dann sagt der Current Visit, Get Previous gibt es nicht. Das heißt Get Previous ausgeschrieben, nicht abgekürzt. Verrückt. F9. Boah, der Test ist grün. Na super. Okay, was haben wir denn jetzt eigentlich gemacht? Wir gucken uns jetzt noch unseren Test an, der hier steht. Classes to JavaMD, den hier. Wir haben jetzt einen Test geschrieben, da haben wir zwei Studenten. Tatsächlich brauchen wir Alice von mir aus jetzt gerade mal gar nicht mehr. Wir haben hier unsere Raumtopologie irgendwie aufgebaut. Dann haben wir noch mal ein paar Assoziationen gebastelt. Dann haben wir hier die Kanten tatsächlich gezogen zwischen den ganzen Räumen. Dann haben wir hier noch mehr Klassensachen, Diagrammsachen gemacht. Wir haben die Klasse Tour definiert. Tatsächlich könnten wir das weglassen, weil es hier das erste Mal kommt. Aber schadet auch nicht. Doch, ist doof. Lass uns das nochmal weglassen. So finde ich es viel schöner. Und dann konnten wir das Find Tour aufrufen auf Kali mit diesen ganzen Parametern. Jetzt würden wir prinzipiell noch Sachen überprüfen.
dass wir erwarten, dass dann ein bestimmtes Ergebnis zurückkommt. Das war syntaktisch unfassbar schwer. Ich spare uns das heute mal. Clemens erklärt das am Freitag. Ich habe es jetzt schon 10 Minuten überzogen. Ich will es nicht noch länger machen. Das Spannende ist, wir können jetzt so einen Beispieltext schreiben. Wir können prinzipiell diesen Text hier anreichern mit, mach mir doch bitte mal ein Objektdiagramm. Dafür müssten wir dann doch mal irgendwie haben, gib mir mal das Ergebnis zurück. Ja, warum denn nicht? Find Tour creates jetzt, was es kreiert, eine Tour und dann wie die heißt. Und dann schreiben wir find Tour answers, oder wie hieß das nochmal? Answers with result liefert das also zurück. Jetzt können wir darüber schreiben, dass wir von dem Result irgendwas erwarten. Aber tatsächlich weiß ich nicht genau, wie man schreibt. Ich erwarte, dass es das Result gibt. Wie expect schreibt man da? Adrian, wie würde ich jetzt prüfen, einfach nur, dass das Result nicht null ist? Empty. Das wollen wir jetzt mal gerade tun noch, damit wir das gesehen haben. Der generiert ist unfassbar unglücklich. Weil? No viable alternative after result in Zeile 23. Da steht was Falsches. Jetzt gehen wir mal in unser unfassbar cooles Ding hier rein und gucken uns mal die Beispiele an. Da gibt es Calling Methods. Make company answers with SUFF. Das hätten wir schreiben müssen. Das haben wir, glaube ich, nicht geschrieben. Das hast du. Bitte? Das hast du. Du hast das Create nicht gemacht. No. Ja, make company creates a... Creates a company. Da hat er Code generiert. Und dann sagt er, Assertion Error. Finde ich großartig. A third not null result. Das hat nicht funktioniert. Schade auch. Das ist gut. Ja, also erstmal ist das, steht da das, was wir sollen. Und jetzt haben wir einen ordentlichen Test. Wir können noch mehr Dinge mit dem Result machen, da komme ich jetzt gerade nicht dazu. Und was wir jetzt eigentlich machen wollten, wäre systematisch noch mehr Dinge zu machen. Das machen wir nächste Woche. Prinzipiell sind wir jetzt so weit, dass ihr eure Hausaufgabe machen könnt. Damit bin ich jetzt erstmal soweit ganz glücklich. Ihr müsst euch noch mehr zu diesen Details dieser Syntax immer angucken. Es gibt hier relativ viel Doku, was sind so Basic-Geschichten. Hier macht man, wie macht man Expectations? We expect that Germany has so und so viele Inhabitants. Wie prüft man Attribute ab? Und solche Dinge mehr. Kann man jetzt prinzipiell hier nachlesen. Hier gibt es was zu Listen, wie man damit umgeht und solche Dinge mehr. Das ist im Großen und Ganzen die Dokumentation dazu. Es gibt mehr Doku unter Help, unter Full-Lip Scenarios Documentation, wo prinzipiell die Sprache auch nochmal erklärt wird, Basics, wo man auch diese Beispiele findet und solche Dinge mehr, wo man das nachschlagen kann. Wunderschön. Gut.
Bin nicht so weit gekommen, wie ich wollte, aber immerhin. Was wir zeigen wollten, war, man kann solche textuellen Szenarien erstellen und mit diesem unfassbar coolen Tool, bin ich hier in dem richtigen? Starting right? Ja. Ja, bin ich. Wird einem dann, wir haben ja hier in dem Beispieltext, den wir hatten, ja, doch hier haben wir so ein bisschen was über Klassendiagrammanteile geschrieben, aber wir haben hier noch keine Zeile gecodet, haben schon 1, 2, 3, 4 Klassen generiert bekommen, haben in der Klasse Room hier diese ganzen Get-Credits, Set-Credits Nummer gebastelt bekommen, Get-Visits, With-Visits mit dieser ganzen komplizierten Implementierung, das Set-Room mit dieser ganzen komplizierten Implementierung, also diese bidirektionalen Assoziationen, den ganzen Scheiß kriegt man für umsonst. Ne, wo wir uns in der aktuellen Hausaufgabe die Finger dran blutig tippen, das kann man sich hier alles automatisch generieren lassen. Willst du noch die Gen-Model-Geschichten zeigen? Nee, ne? Alles klar, dann sind wir jetzt hier durch. Das wollten wir mit euch zusammen ausprobieren. Wir haben jetzt hier gerade eine flitzeflammneue Version von Tulip gebaut, die das alles macht. Ich entschuldige mich jetzt nochmal 10-mal dafür, dass das alles so furchtbar hakelig ist. Wenn es da Probleme gibt, probiert die Sachen einmal in der Webseite aus. Da kriegt ihr schönere Fehlermeldungen. Ne? Also wenn ich ein paar von den Sachen, die ich eben probiert hätte, einmal hier drinnen probiert hätte, hätte ich schönere Fehlermeldungen bekommen. Dann kopiert ihr euch rüber in IntelliJ, lasst euch da den Code generieren, dann könnt ihr da durchbacken, damit arbeiten, das ist noch ein bisschen schöner und dann tatsächlich eure Implementierung der Methode testen. Das werden wir jetzt noch mal ein bisschen systematischer machen und dann erzähle ich nächste Woche noch mal mehr zu testen, in diesem ganzen Rigorous Testing und wir werden danach die Woche dann mit Graphical User Interface Programmierung anfangen. Danke ich für die Aufmerksamkeit.